Was ist euer Job? Weißwein festhalten ist gut, ist fast richtig. Ihr seid gleich die Jury. Aber vorher stelle ich euch die Slammer vor, die heute Abend sich hier zum Helden machen. Applaus der Stufe 1 heißt, Mann, war das eine müde Nummer. Immer noch ein bisschen besser als heute im Saal Brüssel. Und Respekt davor, dass man sich mit so einem Blödsinn hier die Blöße gibt. Wie klingt ein Applaus der Stufe 1 in Nürnberg? Das war heute der Standard im Saal Brüssel. Ich habe da genau reingehört. Wie klingt ein Applaus der Stufe 10 hier in Nürnberg? Wir begrüßen mit einem ganz kräftigen Applaus vom Forum Netztechnik Netzbetrieb im VDE Heike Kerber. Schön, dass auch heute Abend noch so viele Leute hier sind und noch bereit sind, weitere Vorträge zu hören. Ich bin ganz begeistert. Ich bin die, ja, die technische Konzepte bei Ihnen hinterfragt und sagt, na, müssen wir es wirklich so machen? Brauchen wir jetzt zwei Schaltfelder oder eine Kupplung oder zwei Kupplungen? Also es ist eigentlich immer relativ unangenehm, wenn ich mal nachfrage. Dann bin ich zu den Vertriebskollegen gegangen und habe gesagt, ja, hör mal, Ampelkonzept, habt ihr da schon mal was von gehört? Ja, klar, hier, Flexmarkt, kenne ich. Ich bin doch nicht blöd. Und wie ist das denn in der Halbzeitpause vom Fußball-Länderspiel? Wer geht da extra nicht auf die Toilette, weil die Pumpen im Kraftwerk sowieso schon heiß laufen? Da! Ah! Sehr gut läuft das hier. Sieht aus wie ein unscheinbarer Pappkarton, aber ich baue Ihnen das jetzt mal kurz zusammen. Und dann kann man das auch ganz wunderbar geruchsneutral verschließen danach. Ja, ich habe gemerkt, es haben noch nicht alle geklatscht. Ich mache das einfach nochmal hier mit dem Effekt. Ja, okay. Danke. Was erzählen Sie Ihren Nachbarn auf der Grillparty über die Schönheit einer Freileitung im Thüringer Wald? Auch hier haben wir uns überlegt, das muss, es ist preiswürdig. Aber es stellen sich für den guten Deutschen hier natürlich die Fragen, was hat diese Leitung auf dem deutschen Rasen zu tun? Muss diese Leitung nicht angeleint werden? Ich finde, wir brauchen Likes. Also ich stelle mir so vor, der Fernseher wird schwarz. Sie werden hektisch, Sie drücken auf der Fernbedienung, nichts passiert. Sie springen auf, rütteln an den Kabeln, immer noch nichts. Der Netzbetrieb überlegt sich um Himmels Willen, welche Anlage ist es, wie ist der Zustand von der Anlage und wie kann ich machen, dass sie quasi immer betreibbar ist. Und wenn wir Planer nicht in Rente sind, dann planen wir noch morgen. Einen schönen Abend.